Beim heutigen Ländle-Talk in unserem Studio darf ich den Geschäftsführer vom Bregenzer Stadtmarketing, Christoph Thoma, begrüßen. Schön, dass Sie heute hier sind, Herr Thoma. Freue mich, dass ich da sein darf. 2013 haben Sie diese Aufgabe als Geschäftsführer im Bregenzer Stadtmarketing übernommen. Eine spannende Sache. Können Sie mir vielleicht gleich zu Beginn unseres Talks einige Dinge, einige Aufgaben erklären? Ja, das Bregenzer Stadtmarketing, die Aufgabe ist ja sehr vielschichtig. Also wir sind einerseits verantwortlich für das klassische Marketing, den Werbeauftritt einer Stadt, in dem Fall der Landeshauptstadt, wo wir versuchen, sowohl das Innenstadtmarketing als auch den touristischen Auftritt, den Wert dieser Stadt nach außen zu transportieren, sei es über die klassischen Werbemedien, sei es über Online-Marketing, sei es über Bewegtbild und so weiter. Viele Inseratkampagnen in Deutschland, in der Schweiz, international. Das beste Marketing ist aber immer das gelebte Marketing, sprich die großen Veranstaltungen. Sie haben alle das Jazz-Festival verfolgt oder jetzt gerade vorletzte Woche das Stadtfest, das neue Erlebnis-Stadtfest, das 31. Stadtfest, das wir ein bisschen neu designt haben. Jetzt kommt das Hafenfest, das jetzt dann auch Hafengenuss heißt, weil wir einen Fokus auf Genussstadt legen wollen. Also es sind so diese primären Aufgaben. Wir sind aber auch verantwortlich für die Innenstadtentwicklung, für den Wirtschaftsservice, also auch für die Anliegen der Händler, der Gastronomie, der Hotellerie. Also es sind sehr vielschichtige Aufgaben da, die wir auch so klassisches City-Management nennen und das versuchen wir aktiv zu leben und auch aktiv zu gestalten. Eine spannende Aufgabe. Vorher hatten Sie auch eine sehr spannende Aufgabe. Sie waren 4 Jahre der Vorstand oder der Präsident, kann man das so sagen, von den Grazer Spielstätten und sind dann in Ihre Heimatstadt Bregenz zurückgekommen. Ich glaube, da muss man ein bisschen in die Tiefe gehen. Ich bin eigentlich von meiner Urprofession Musiker. Ich habe Musik studiert, bin Trompeter am Feldkircher Landeskonservatorium. War 10 Jahre aktiv hier als Musikschullehrer, als Musiker im Amateurmusikbereich und bin dann 2002 nach Wien zur Jeunesse, dem größten österreichischen Konzertveranstalter für klassische Musik, war da für Kinder- und Jugendkonzerte verantwortlich, ganz Österreich, war dann kurz in Bludenz als Leiter der Kulturabteilung und Geschäftsführer der Bludenz Kultur GmbH und bin dann mit 1. Oktober 2008 geschäftsführender Intendant der Grazer Spielstätten geworden und habe dort wirklich klassisches Kulturmanagement gemacht. Ein Wissen, das es mir schon erleichtert, hier jetzt auch in Bregenz diese Kultur- und Festspielstadt zu positionieren, weil man hier einfach sehr stark vernetzt denken muss und das ist, glaube ich, eine der Kernaufgaben, die wir auch als Stadtmanager haben müssen. Dennoch ganz etwas anderes im Prinzip vom Intendant von einer Kulturstätte in eine Kulturstadt, aber für das Stadtmarketing doch was anderes. Wie kam es dazu, auch dieser Schritt, nochmal meine Frage, wieder zurück nach Bregenz, Ihre Heimatstadt? Das hat sich relativ einfach ergeben. Ich bin 4 Jahre gependelt nach Graz. Ich habe hier gewohnt, meine Familie war immer hier. Okay. Meine Frau, meine beiden Töchter leben hier. Die sind 4 und 2 oder mittlerweile 5 und 3. Die Zeit vergeht. Und dann kam irgendwann diese Möglichkeit, nach Bregenz zu gehen. Und mein Vertrag in Graz war gerade vor dem Auslaufen. Und da war die Überlegung, verlängert man oder gehe ich zurück nach Vorarlberg? Und ich habe das nicht als zurück empfunden, weil ich habe mich immer sehr verbunden gefühlt mit Vorarlberg. Ich liebe dieses Land, ich liebe meine Heimat und es spricht auch nichts dagegen, bei der Familie wieder einzuziehen, wenn man quasi 5 Jahre unterwegs war und darum kam der Schritt nach Vorarlberg. Und die Musik und das Theater haben Sie nie aus den Augen verloren. Sie engagieren sich ehrenamtlich, Netzwerk Junge Ohren oder auch für das Netzwerk der österreichischen Kinder- und Jugendtheater. Was machen Sie da? Naja, also wie gesagt, ich bin von meiner Urprofession Künstler und Kulturmanager und war mir immer schon bewusst, dass ich auch diesen Bereich weiter pflegen will. Ich war beim Netzwerk Junge Ohren über, naja, ich glaube 5 Jahre im Fachbeirat. Also ich habe die Geschäftsführung inhaltlich beraten als einer von 2 Österreichern im Gremium von Österreich, Deutschland, Schweiz und Luxemburg in Berlin. Mach mit denen auch jetzt gemeinsam demnächst ein Symposium zum Thema Wahrnehmung öffentlicher Raum in Bregenz. Und der Dachverband für Kinder- und Jugendtheater, die Association du Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse, die ACTJ, bin ich seit 2011 gewählt als Vorsitzender, als Obmann. Mittlerweile heißt es auch ein bisschen so eine Art Präsident zu sein für dieses Netzwerk, wo wir österreichweit versuchen, Bewusstsein zu schaffen für kulturelle Bildung, für junge Menschen, um junge Menschen an Kunst heranzuführen, um an diesen gesellschaftlichen Wert zu kommunizieren. Das ist übrigens auch wieder eine Aufgabe, die ich in Bregenz sehr stark wahrnehme in meiner Arbeit, weil ich einfach auch versuche, auf Bewusstsein zu gehen. Die Menschen sollen wissen, wo sie leben und was sie hier für einen Wert haben und was wir hier alles bieten. Und wir leben in einer wirklich privilegierten Situation hier im Herzen von Europa
Und das sind so wahnsinnige Schnittmengen, Musik, Theater, Stadtmarketing, Kommunikation. Also passt auch alles zur Kulturstadt. Es passt alles zu einer Kultur- und Festspielstadt, was man sein will. Und das ist auch gut so und das ist mittlerweile auch definiert im Selbstverständnis der Bregenzer Stadtmarketing GmbH. Und das ist auch wichtig so für die weitere Entwicklung in den nächsten Jahren. Sie haben es kurz angesprochen, die Marke Kulturstadt Bregenz, wie kann man die definieren? Was steckt da dahinter, hinter dieser Marke? Bregenzer Festspiele, Kunsthaus Bregenz, ein internationales Haus, das weltweit für Furore sorgt. Das Vorarlberger Landestheater, jetzt neu das Vorarlbergmuseum, das Magazin 4, etliche Galerien, der Bregenzer Frühling, der ausverkauften Tanz präsentiert, was schon ein Unikum ist, die Bregenzer Meisterkonzerte, die Abonnementkonzerte des Symphoniehauses Vorarlberg, etliche Tanzkompanien, Theaterkompanien im Festspielhaus, eine rege Kulturszene, viele bildende Künstler, die hier da sind. Also, ich glaube, wenn eine Kulturstadt am Bodensee und in Vorarlberg, dann Bregenz. Dann Bregenz. Ich glaube, meine nächste Frage erübrigt sich, was sind denn noch die Highlights in diesem Jahr? Ich glaube, die Liste ist genauso lang, wie Sie Ich glaube, man kann da gar niemanden wirklich jetzt herausheben. Die Liste ist wirklich lang und umfangreich und www.bregenz.travel, da findet man alle Veranstaltungen, aber auch bei den Häusern. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die Premieren bei den Bregenzer Festspielen und dann auch beim Landestheater im Herbst und die vielen schönen Konzerte. Es kommt der Daniel Harding mit dem Swedish Radio Symphony Orchestra demnächst nach Bregenz, was ich wunderbar finde, dass unserem Kulturamtsleiter Dr. Fetz sowas gelingt, sowas hier zu machen, weil das sind einfach Weltstars und das ist das im Festspielhaus, 1500 Leute in einem Haus, das einfach weltweit für Furore sorgt und wenn man für so eine Stadt arbeiten darf und die Kommunikation für so eine Stadt machen darf, ist das schon ein Privileg und man darf auch ein bisschen demütig sein vor so einer Aufgabe. Und Sie haben versucht, die Stadt Bregenz, diese Kulturstadt, auf 130 Seiten zu bringen mit Ihrem Team. Das Bregenzer Leben, unser Stadtmagazin, ist jetzt keine neue Erfindung von mir. Allerdings, wir haben es gemeinsam heuer überarbeitet, komplett gelauncht. Wir hatten einen Pitch mit 10 Grafikagenturen, haben dann eine neue Agentur uns entschieden, haben mit der gemeinsam versucht, ein neues Key-Visual zu entwickeln. Der See, die Stadt und der Berg, dieses Dreieck, das sich schön durch die ganzen Themen zieht und auf 130 Seiten ist es schwer, aber es ist uns gelungen und alleinig 60 Seiten sind Kulturstadt, Kultur- und Festspielstadt. Und das beweist doch auch sehr stark, wie wichtig Kultur für Bregenz ist. Und Kultur ist ja ein ganzheitlicher Brief. Da geht es um das Menschsein, ums Individuum und der Mensch ist im Zentrum unserer Arbeit. Und wie komme ich zu diesem Buch Bregenzer Leben 2014? Das kriegt man in unserem Büro in der Ratterstraße 35 in Bregenz gegenüber vom Vorarlberg Museum. Kann man sich auch zuschicken lassen, kann man über www.bregenz.travel jederzeit bestellen und sich holen. Herr Thoma, gibt es für Sie ein Leben außerhalb von Bregenz? Ja, ich wohne in Bludenz, also ich pendel jeden Tag, ich genieße jeden Tag die gute eine Stunde Fahrt, zweimal eine halbe Stunde, um mich vorzubereiten, um abzuschalten, ein bisschen nachzudenken. Klar gibt es ein Leben außerhalb von Bregenz, wobei der Job schon sehr aufwendig ist und sehr aufreibend ist zum Teil, weil man natürlich in diesem politischen Umfeld agiert und immer wieder auch viel reden muss. Und wir haben 22 Gesellschafter, man muss die alle irgendwie abholen, das ist eine sehr komplexe Geschichte. Ein Leben neben dem Job gibt es schon, ich habe 2 kleine Kinder, die fordern mich natürlich, meine Frau fordert mich natürlich auch, die selber berufstätig ist und erfolgreich ist und dadurch gibt es natürlich ein Leben neben dem Job, der sich natürlich sehr fokussiert auf die Familie. Fahren Sie mit Ihrer Familie an den See zum Abschalten oder dann doch lieber in die Berge ins Montafon? Also letzten Sonntag war ich das erste Mal im Neuen Fröd, in diesem neuen Lokal im Brand ganz oben. Das ist Ecke Bürserberg Brand. Vorletzte Woche war ich das erste Mal seit 25 Jahren im Strandbad mit meiner 5-jährigen Tochter und sie hat diese Rutsche entdeckt und ich habe irgendwie 100 Mal Rutschen zugeschaut mit einem Buch über Pep Guardiola, witzigerweise, und ich konnte lesen neben dem Pool, das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, weil Schwimmen und Kinder ja nicht ganz ungefährlich ist. Und den See genieße ich auch, aber mehr eigentlich, um zu promenieren in der Mittagspause, wenn ich mir die Zeit nehme, dass ich ein bisschen frische Luft tanke und jetzt bei dem Wetter ist es natürlich ein Wahnsinn. Ansonsten? Wenn es nicht regnet. Mhm. Hobbys? Andere? Sport? Lesen, Nordic Walken, die Kinder, die Familie, da ich ganz offen. Haben Sie irgendwelche Wünsche für die Zukunft? Wünsche? Ja, ich würde mir manchmal wünschen, dass ich selber ein bisschen runtergehe vom Gas und versuche, sich mehr Zeit für gewisse Kleinigkeiten zu nehmen, die oft untergehen im Tagesgeschäft. Sie können sich vorstellen, dass wir natürlich mit einer Fülle von Themen konfrontiert sind, wo man oft überlegt, wann das, wie macht man das, wie bringt man das unter den Hut, wie kann man auch die Partner zufriedenstellen, dass sie auch tatsächlich bearbeitet werden, die Themen. Sich ein bisschen auch die Muße zu nehmen, Nein sagen zu können und auch ein bisschen sich zu distanzieren manchmal und vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit für sich selber zu haben. Das ist schon ein großes Thema, das uns in diesen leitenden Positionen beschäftigt. Und was wünschen Sie sich für die Stadt Bregenz?
Na, ich wünsche mir natürlich, wenn ich jetzt rein operativ denke, permanent steigende Nächtigungszahlen, irgendwann ein neues Hotel, die Seestadt. Seestadt, gutes Stichwort. Spatenstich soll 2015 passieren. Soll so sein. Die Seestadt ist für unsere Stadtentwicklung ganz essentiell, als auch das Seequartier, als auch die Seespange runter an den See. Das ist ein städtebauliches Projekt, das für Bregenz natürlich essentiell ist die nächsten Jahre. Ganz wichtig auch die Quartiersentwicklung am Leutbühl, also die ganze Ecke Römerstraße, Kirchstraße. Das sind Stadtentwicklungsprojekte, wo ich schon sagen muss, Bregenz ist ein wirklicher Vorreiter, auch wenn man jetzt überlegt, der neue Kornmarktplatz, der neue Hafen, da ist so viel passiert, dass einerseits die Lebensqualität in Bregenz dokumentiert, andererseits auch die Kraft die touristische Anziehungskraft, die wir in Bregenz haben. Und wenn ich Wünsche haben würde für Bregenz, dann wünsche ich mir, dass wir das auch weiter stark kommunizieren können, in welcher privilegierten Situation wir da sind und was in Bregenz die letzten Jahre passiert ist und wie wunderschön es ist, über den Kornmarktplatz zu flanieren beispielsweise. Ich gehe davon aus, so wie Sie von Bregenz schwärmen, dass Sie schon vorhaben, länger in dieser Position zu sein und nicht unbedingt zur nächsten Theaterstätte zurückkehren wollen. Ich bin in Bregenz und bleibe in Bregenz. Ich bin in Bregenz zur Schule gegangen und habe dort maturiert und bin in Lautrach aufgewachsen. Also ich habe eine gewisse Nähe zu Bregenz und ich bin jetzt 40, wäre irgendwann 41 und denke, man darf sich auch einmal über 5 bis 10 Jahre mit einer Tätigkeit beschäftigen. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich in Bregenz in Pension gehe, aber ich denke, dass ich hier doch einige Jahre was zu tun habe und die Aufgabe ist so vielfältig, dass es hier noch ganz, ganz viel zu tun gibt. Vielleicht abschließend noch die Frage, haben Sie ein Lebensmotto? Naja, Lebensmotto habe ich keines. Ich versuche für mich immer wieder zu definieren, dass ich nach vorne schaue und aus der Vergangenheit lerne und das dann in die Zukunft trage. Das sind so für mich Themen. Und was auch ganz wichtig ist, die Selbstreflexion, sich auch immer wieder selbst zu hinterfragen oder einen Spiegel vorzuhalten. Das tun natürlich momentan meine kleinen Kinder, den Spiegel vorhalten. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich habe auch Gott sei Dank eine Frau, die mir auch immer wieder mal sagt, was nicht geht und das runter vom Gas. Das müssen andere auch mit. Aber das Lebensmotto ist schon, wirklich nach vorne zu schauen und weiterzugehen und ja nie stehen bleiben und sich immer wieder zu hinterfragen und zu lernen. Das ist, glaube ich, essentiell und das muss man auch, egal in welchem Alter, vorwärtsblickend lernen. Das sind meine Ziele im Leben. Im Beruf, aber auch im Privaten, nehme ich an. Sowohl als auch. Ich meine, es ist immer eine große Herausforderung, sowohl das Berufliche als auch das Private. Da muss man immer dran arbeiten. Es sind immer Kompromisse zu gehen. Es sind auch, gerade wenn man kleine Kinder hat, ist das immer eine große Herausforderung. Meine Frau arbeitet. Sie können sich vorstellen, dass das nicht immer einfach ist, die Diskussion, wer betreut die Kinder, wenn jemand am Abend nicht da ist. Das sind Fragen, die man sich stellen muss. Und wenn man arbeiten will, und ich will, dass meine Frau arbeiten geht, weil sie das will, die hat studiert und soll ihren Beruf erfolgreich weiterführen. Aber das ist natürlich eine große, wie sagt man, ein großes Sich-Finden. Und das ist eine tägliche Arbeit. Tägliche Arbeit vielleicht. Noch die Frage, ist Ihre Frau auch musikalisch und Ihre Kinder? Meine Frau hat hobbymäßig Musik gemacht, ist aber Steuerberaterin, also okay, macht ganz was anderes. Was aber auch nicht schlecht ist, weil sie dadurch auch vieles versteht, was ich zu tun habe. Meine Kinder, meine große Tochter schwärmt vom Ballett. Die Kleine ist noch zu klein, die singen im Auto Gauls Kinderlieder mit einer großen Leidenschaft rauf und runter. Müsli, Gräsle, Häsle, irgendwas, ich kann es schon immer hören. Aber dadurch, dass ich selber Musiker bin und selber noch den Zugang habe zur Musik und ganz viel mit meinen Kindern in Kinderkonzerte, in Kindertheater gehe und sie jetzt erstmals nach St. Gallen in die Opern mitnehme, die Große, da freue ich mich dann schon. Dann ebnen Sie schon für Ihre Kinder den Weg in die Musikwelt? Naja, ich glaube, dass kulturelle Bildung ein Thema ist, das unsere schon sehr beschäftigt. Da gibt es viele Politiker, die darüber reden, man liest es oft in der Zeitung, aber ich glaube, es liegt auch sehr, sehr stark am Elternhaus, dass man hier was tut. Und wenn ich davon überzeugt bin, das ist genauso, meine Frau kommt eher vom Sport, die sind auch beide im Turnverein. Dadurch ist es schon, glaube ich, wichtig, dass man sie auch in die Vereinsstruktur bringt und bei ihnen einfach auch dieses gesellschaftliche Miteinander möglich macht. Und da arbeite ich auch dran. Sehr spannend. Ich bedanke mich recht herzlich für das sehr offene, interessante Gespräch mit Ihnen. Gerne. Und Thomas, wünsche Ihnen für Ihre Vorhaben für die Stadt Bregenz und natürlich auch privat nur das Beste. Alles Gute, weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön. Das war's also schon wieder von einem Ländle-Talk aus unserem Studio. Heute mit dem Geschäftsführer vom Stabmarketing Bregenz, Christoph Thoma. Schön, dass Sie mit dabei waren.